Ein herzliches Willkommen zurück zu X-Defiant. Ich dachte mir, ich spiele es mal wieder. Ich sehe hier gerade was mit Free Skin, Ubisoft Connect. Gucke ich direkt mal, was war das? Shift F2, glaube ich. Genau, ich bin immer noch ein bisschen krank. Es geht einfach nicht weg, wieso auch immer. Ich weiß es nicht. Wir spielen aber normal ohne Rang und ja, was wir immer spielen. Clubhouse, nee. Echelon. Wie die Map nochmal heißt. Ich habe. Ich glaube, die war aus Dings. Ich glaube, die war aus Splinter Cell oder so, glaube ich, ne? Ich weiß nicht welches. Es gibt ja, glaube ich, mehrere Splinter Cells. Ich glaube Conviction, ich weiß es aber nicht. Ich habe das Game einmal angezockt, aber ja, das war's dann auch wieder. Boah, ich habe das Gefühl, die haben das irgendwie in 480p oder so gerendert. Das sieht bei mir genauso aus. So pixelig manchmal. Oder so, als ob es so ein Livestream ist. Aber das sieht irgendwie aus wie eine. Ach, das ist die. Ah, lol, das ist die Rainbow. Nee. Ich dachte gerade schon, das sah gerade irgendwie aus wie die Rainbow Six Map. Gotchen, Ghost Recon Phantoms. Kenne ich gar nicht, das Spiel. Ich google mal eben. Das sieht ganz interessant aus. Und halte die Eroberungszone. Boah, wisst ihr, was geil wäre? So 120 FPS-Aufnahmen auf YouTube. Oder generell. Das wäre richtig geil. Boah, was? Hä? Ja, okay, ich muss erstmal wieder reinkommen. Ist jetzt auch schon wieder länger her. Ich habe mir gedacht, ich wollte mal in eine etwas andere Richtung gehen. Scheiße. Ja. Ich wollte mal in eine etwas andere Richtung gehen, was mein Content angeht. Ein bisschen sortierter. Ja. Nur gab es jetzt das folgende Problem. Ich habe jetzt, ich habe jetzt in der Berufsschule 9-Stunden-Plan bekommen. 8 Stunden jeden Tag, das ist echt nicht schön. Und wir haben jetzt aus irgendeinem Grund, mir wurde nie was gesagt, haben wir jetzt Arbeiten geschrieben. Und das hat mich schon echt runtergezogen. Ja doch, das ist doch hier die, das ist doch, das kannst du mir doch nicht erklären, das ist doch die Dings-Map, oder? Ja, cool, das ist Rainbow Six. Oder ein bisschen zumindest. Okay. Oder? Doch das hier auf hier. Oder abgewandelt oder so. Ich weiß auch nicht, ob die aus Rainbow Six auch aus irgendwo anders ist, weil hier müsste es ja. Ach, das ist die Map erweitert, ne? Ja, gut. Ich kenne die Map, wie gesagt, nicht. Das Phantoms habe ich nie gespielt. Ach du Scheiße. What the fuck? Okay, das war jetzt aber unfair, wie ich den getroffen habe, meine ich. Okay. Ich hab, ich muss mal gleich einen anderen. Gut. 42. Wenn wir jetzt noch eine Zone haben, dann haben wir. Oder wenn wir da nicht komplett verkacken, dann haben wir gewonnen. Boah, die Map ist ja saugroß. Ich wusste nie, dass die. Dass die Rainbow-Map eigentlich so einen Ursprung hat. Ja, genau, hier oben geht's. Ja, das ist einfach. Ach du Scheiße, was war denn jetzt mit meinem Aim? Digga. Oh, oh. Wieso stehen eigentlich so Leute in meinem Weg? Naja. Ja, das ist Rainbow. Ich sag's ja, wie ist es? Das hier war das richtige Gebäude. Ja, das ist die. Ja, sicher. Das ist die nur ein bisschen abgewandelt. Alter, das ist geil. Das ist Premium. Auf der Map habe ich hier immer gecampt. Mit, mit, Azami. Ich habe auch schon länger kein Rainbow mehr gespielt. Wenigstens noch einen Kill mitgenommen. Oh, KD von 8 zu 7, das ist nicht so. Diese Feuermunition, ne? Es ist so unbalanced. Es ist so unbalanced immer, diese Feuermunition. Es ist so unbalanced. Ich verstehe es nicht, wie man sowas releasen kann.
Vor allen Dingen nervt die richtig. Die nervt nicht nur richtig, sondern die nervt, guck mal jetzt, diese Band. Die macht zwar so wenig Damage, aber es geht bei Kämpfen meistens immer so um die restlichen 1 HP oder so. Und das ist dann immer fatal. Oh Gott. Ich stöß voll auf gegen mein Mikro. Ich bin ein bisschen... Hat mir da gerade jemand den Kill gestealt? Weißt du, in solchen Situationen frage ich mich dann wieder, was mit meinem Aim los ist. So ohne Grund verkacke ich dann richtig, ohne Grund. Scheiße, Leute. Wie jetzt zum Beispiel? Hä? Was ist denn mit mir los? Ja gut, das, wenn wir das jetzt nicht wieder einholen, dann... Aber ich muss auch sagen, ohne Grund ist es meistens immer so, dass andere Waffen stärker sind oder zumindest stärker wirken. Diese Brandmunition. Ich dachte gerade, das wäre wieder die Brandmunition, aber okay. Ah, die regt mich auf. Jetzt schon wieder, ne? Jetzt schon wieder. Ich möchte mein Replay sehen. Das kann mir doch keiner erzählen, dass jemand so zielt. Ach, was bin ich denn? Ich hab aber auch so geile Teammates wieder. Wieso seid ihr denn alle einzeln? Wir müssen zusammen drauf gehen. Egal. Ja, super. Bei Gott. Ehrlich, dieses Game, ich hab es so geragequittet, da war Castles Barricade. Ich finde, ich bin so zurecht gequittet an einem Moment. Ja, an einem Moment, sag ich schon. Alter, das war jetzt unfair. Also, von mir, weil... Junge, ja... Okay. Interessant, interessant. Gehen wir mal weiter. Jo. Okay. Hey, habt ihr das? Das ist wirklich unfair. Das ist wirklich, also von meiner Seite aus, weil, guck mal, ich habe gegen das Metallblech geschossen und die Schüsse sind durchgegangen. Also das finde ich unfair. Da hätte ich ihn jetzt rein theoretisch, wenn er low wäre, killen können. Und das ist das, was ich sau unfair finde. Dieses. Also erstmal ist das wieder ein Bugs Bunny. Schönerweise. Jeder mag die, jeder liebt sie. Und zweitens wieder Ziel. Das ist das, was mich so. Boah. Ich bin immer noch echt krank. Oder ich bin eigentlich. Geil. Ich kann nicht zielen. Perfekt. Ich kann nicht zielen. Ey, nee, sag mir nicht, das ist ja The Finals Bug. Oh. Kann man wechseln? Ah, jetzt. Junge, warum hilft der mir nicht? Wieso hilft er mir nicht? Wieso hast du mir nicht geholfen, du kleines... Ja, ja, geil, dass mir hier jeder hilft. Ja, super. Solche Spiele darf man nicht alleine spielen.
Vor allen Dingen dann, wenn man seit einem Monat nicht mehr gespielt hat und alles alleine machen muss wieder. Oh nein, das habe ich. Yo, ist der weggeflogen, Hilfe. Das ist so unbalanced. Also. Boah, was war das? Überlebensinstinkt hat sich aktiviert. Junge. Digga, da hat sich jetzt gerade, weiß ich nicht, eingeschlichen. Boah, das war knapp, ja. Ja, ja, warum nicht? Gut, das haben wir gewonnen. Gasgranate. Stell dir vor, du bist eine Gasgranate als GSK. Oh Gott, der war so scheiße. Es tut mir leid, das musste jetzt sein. Ja, hä? Ja, okay, sorry. Wie unbalanced so ein Game sei. Oder wie buggy. Das habt ihr ja gesehen. Gut, meine KD ist jetzt absolut scheiße. Ich hasse diesen Operator, ne? Die sollten mal Doc einführen. Oh. Gewonnen. Ich habe mal wieder das Gefühl, nur wegen mir. Nein, Spaß. Also dieses Verbrennungsteil, ich hasse es. Ich kann es nicht haben. Fehlt da ein Soundeffekt? Okay. Boah, was? Niedrigster erlittener Schaden. Interessant. Aber man muss halt reinrennen mit der MP, ne? Das ist halt einfach so. Ja, okay, sorry, was macht er mit seinem Leben? Ja. War eine gute Runde. Naja, ich würde sagen, das war's dann erstmal jetzt wieder für heute mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut auch gerne dann auf Twitch vorbei. Dort geht's bald da wieder los mit regelmäßigen Streams, wovon die auch schon da auf YouTube kommen. Wie gesagt, ich ändere ein bisschen die Richtung von meinem Kanal. Und ich wollte jetzt auch eigentlich mal Projekte wie Star Trek Resurgence und Subnautica zu Ende bringen. Genau, ich gucke mir nochmal Tom Clancy's Phantoms an. Das wäre auch noch ein cooles Projekt, denke ich mal. Ist, glaube ich, sogar viel zu Playtitel, habe ich gerade gelesen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, ciao, ciao.